Es gibt zwei Fragen, die sich wahrscheinlich jeder Trader und Investor schon einmal gestellt hat. Und zwar: Ist diese Aktie oder kann man diese Aktie noch kaufen oder kann man sie schon kaufen? Das sind wirklich zwei sehr, sehr spannende Fragen und ich möchte euch heute in diesem kleinen Video zeigen, wie ihr euch diese Fragen sehr einfach beantworten könnt und wie ihr euch gleichzeitig wirklich einen echten Vorteil in Anführungsstrichen ins Depot holt. Und damit herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich freue mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist René Berthold. Dieses Video ist wie immer keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und das Ganze ist natürlich nur meine Meinung. Und ja, worum geht's? Ganz einfach. Ich habe heute die Frage gestellt bekommen, ob die BMW-Aktie ein Kauf ist und ja oder nein. Und ich möchte euch meinen kleinen Trick verraten, wie ich mir diese Frage immer wieder auch mal ein wenig herleite und mir dabei auch einen gewissen Vorteil ins Depot hole. Und wenn ich von Vorteil rede, dann rede ich eben nicht davon, dass ich ein Bauchgefühl habe, sondern dann rede ich davon von echten, harten Fakten. Denn mal Hand aufs Herz, das Bauchgefühl, das kennen wir alle. Boah, ich denke, die Aktie ist zu teuer, aber ich denke, die ist zu günstig, sie ist gut gefallen, weit gefallen, hier muss ja jetzt was steigen. Das sind alles Dinge, da spricht oftmals die Emotion durch, die Angst, die Hoffnung, die Gier. Das mag das ein oder andere Mal ganz gut funktionieren, ist aber im Allgemeinen ein schlechter Berater und am Ende kostet das immer Geld. Worum es euch als Trader oder auch Investor gehen sollte und gehen dürfte, sind tendenziell echte, in Anführungsstrichen, Vorteile im Markt. Und ja, die sind in der Regel nicht ganz so groß, aber sie gibt es. Und so eine Frage, ist die Aktie schon weit genug gelaufen oder ist sie weit gelaufen, zu weit gelaufen oder ist sie weit genug gefallen, kann man sich relativ einfach im Grunde vor Augen rufen und vor Augen führen. Ich möchte euch das mal an einem kleinen Beispiel machen, zeigen, wie ich da vorgehe und wie ich das mache. Das heißt, wir nehmen mal hier alles raus, was ich nicht brauche, sondern und damit alle Indikatoren. Dann haben wir hier eine sehr simple Geschichte. Die meisten Indikatoren, die ich nutze, ihr werdet bei mir immer mal wieder auch Indikatoren finden, die nutze ich aber komplett artfremd. Wenn man nämlich weiß, was Indikatoren machen oder bestimmte Indikatoren machen, kann man die nämlich sehr gut nutzen, um daraus sehr einfache Statistiken abzuleiten, zum Beispiel den gleitenden Durchschnitt oder auch den sogenannten Zickzack-Indikator. Den findet ihr auch im Terminal, einfach unter Zickzack eingeben, bei den Indikatoren hinzufügen. Dann kurz in die Einstellungen gehen und dann könnt ihr hier, und das ist eben wichtig, eure Schwankungen festlegen. Und wir haben hier zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, parallel dazu noch in der Darstellung uns anzeigen zu lassen, wie weit die Prozentsätze gelaufen sind, zum Beispiel 13% und 8%. Was macht der Indikator? Deswegen immer wichtig zu wissen, was macht so ein Indikator? Ganz einfach, der zeichnet so einen Zickzack da rein. Immer wenn wir von einem Tief mindestens 5% nach oben gestiegen sind, per Schlusskurs, und ein Hoch wird gezeichnet, wenn wir von einem Schlusskurs hoch mindestens 5% gefallen sind. Also ganz einfach, wir wollen nur Schwankungen sehen, die mindestens 5% betragen. So. Und was ihr jetzt machen könnt, ist relativ simpel. Ihr könnt euch das reinlegen und ihr könnt über die Größe dieser Zahlen ganz einfach festlegen, welche Art von Swings ihr handeln wollt. Zum Beispiel mindestens eine 10%ige Rallye und die Korrektur soll mindestens 5% betragen. Dann erhaltet ihr solche Strukturen. Ihr könntet aber auch sagen, nee, ich bin mittel- und längerfristig unterwegs und dann gehe ich mal mit einer 10%igen Korrektur rein. So, darum geht es gar nicht. Das heißt, an erster Stelle legt ihr einfach jetzt mal fest, was ist eure, ich sag mal, euer Timeframe, euer Anlagehorizont? Was sind eure Schwankungsbreiten, die euch interessieren? Denn logischerweise 10% macht eine Aktie, dafür braucht sie länger als für 5%. Und das ist so ein bisschen der Zeithorizont, den man da einstellen kann. Auch die Schwankungsbreiten, Volatilitäten, die man einstellen kann. So, Punkt Nummer 1, also Einstellen der Größenordnungen. Punkt Nummer 2, Prozentsätze anzeigen lassen. Und Punkt Nummer 3, Zettel und einen Stift nehmen und mal aufschreiben. Denn ihr bekommt jetzt sehr einfach angezeigt, zum Beispiel, wann und wie weit ist die BMW-Aktie gestiegen, bevor sie mindestens 10% korrigiert hat. Und ihr könnt euch an dieser Stelle einfach die positiven Zahlen aufschreiben. Zum Beispiel sind wir aktuell 63,32% gestiegen, ohne dass es zwischenzeitlich mal eine Korrektur von mindestens 10% gegeben hat. Und jetzt könnt ihr mal schon auf den ersten Blick schauen, wie oft ist das denn in den letzten, und wir rechnen hier über 10 Jahre, in den letzten 10 Jahren vorgefallen. Und wenn ich es jetzt richtig überblicke, ist das die erste Rallye, die überhaupt so weit geführt hat. Und damit habt ihr einen ganz klaren Anhaltspunkt, ist das Ganze strategisch gesehen teuer oder günstig? Wo bewegen wir uns in der Statistik? Und da möchte ich euch, beziehungsweise, oder das ist der zweithöchste Move, ich sehe gerade hier unten haben wir mal 83%.
Also, es gibt noch einen höheren. Also, wir sind aber trotzdem sehr, sehr weit gelaufen über die letzten 10 Jahre. Und das sagt mir schon, es ist kein, ich denke, ich meine, ich fühle, ich glaube, sondern es ist, genau so ist es. Das ist ein Fakt. So, jetzt kommt natürlich der wichtige Interpretationspunkt. Also, zunächst einmal abschließend, so könnt ihr euch wirklich Hand, also wirklich konkret anhand echter Fakten klar machen, ist das eine krasse Rallye, ist das ein krasser Kurseinsturz und so weiter und so fort. Ihr müsst nicht glauben, ihr müsst nicht wünschen, ihr müsst nicht hoffen, ihr müsst nicht meinen, sondern ihr könnt das wirklich fundiert darstellen mit einem sehr simplen, einfachen Trick. Ist übrigens ein Trick, den ich mir schwer tue, auch zu verraten, weil er einfach in meinen Augen super gut ist. Was man aber dann bei der Interpretation noch wissen muss dieser Geschichte, das sage ich euch in einem zweiten Video, gemein wie ich bin. Das soll es erstmal sein. Ihr könnt selber mal ein bisschen rumspielen, könnt auch mal so ein bisschen vielleicht ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr so denkt, was noch wichtig zu wissen ist. Nichtsdestotrotz, ich mache hier mal einen Break. Viel Spaß mit dem Indikator im Terminal, sehr einfach verfügbar. Viel Spaß mit dem Rumprobieren und dem Testen. Und dann, wie gesagt, in einem zweiten Video gibt es dann auch nochmal die Auflösung.